jetzt in Herbstzeit. Wir wenden uns jetzt Österreichern zu, die es in die Ferne gezogen hat, aber die jetzt doch dran denken, wieder in ihre Heimat zurückzukommen. Es geht um die Tirolerin Helga Wagner. Sie ist ja eine Spitzenschmuckdesignerin. Zu ihren Kundinnen zählen Kaiserinnen, Königinnen und Prinzessinnen, also wirklich die Creme der Gesellschaft. Und ihr Gatte, der ehemals Starfotograf an der Wiener Staatsoper war, jetzt allerdings malt. Die beiden leben jetzt in Palm Beach, sind jetzt aber von diesem Zuhause nach Wien gekommen, ja doch mit dem Gedanken, vielleicht wieder mal nach Hause zu ziehen. Palm Beach in Florida. Eine Gegend, mit der zurzeit viele gern tauschen würden. Dort wohnen Helga Wagner und ihr Mann Helmut Koller. Vor fast 30 Jahren lernten sie sich in Newport kennen. Ala, Prinzessin von Auersperg, arrangierte rein zufällig eine Begegnung. Helmut Koller traf es wie ein Blitz. Und seit damals sind Helga und Helmut ein Herz und eine Seele. Oktober in Wien. Die beiden entdecken die alte Heimat neu. Schließlich, so zwischen Tirol und dem Burgenland, der Herkunft von ihnen, liegt Wien recht angenehm. Alte Erinnerungen werden wieder wach. Man findet sich plötzlich auf vertrauten Wegen. Die Kaffeehäuser haben nichts von ihrem Charme eingebüßt. In der Straßenbahn grantelt man nach wie vor. Die Entscheidung, Wien zum Lebensmittelpunkt in nicht mehr allzu ferne Zukunft zu machen, hat mit dem Kauf eines Lofts mit über 200 Quadratmetern im 7. Bezirk zu tun. Einen Ehrenplatz nehmen die Fotos der High Society ein. Jene mit Widmung sind ein Dankeschön für einen Schmuck aus Korallen und Muscheln, den man sonst nirgendwo bekommt. Der Durchbruch war, dass ich eigentlich sehr, sehr viele gute Klienten bekam, denen, die eigentlich mit so einem Schmuck sich zeigen wollen, weil sie brauchen nicht angeben mit Diamanten und Gold und was weiß ich alles, weil eben das ist Schönheit, sagen wir so. Mit dem Artenschutz hatte sie noch nie Probleme, da sie nur das verarbeitet, was erlaubt ist. Ihre besten Geschäfte macht Helga Wagner seit wenigen Jahren im arabischen Raum. Ich habe sehr viele arabische Kunden. Und ich werde es nie vergessen, ich war mal in einem wunderschönen Club, Health Club. Und da kamen diese Araberinnen daher und haben sich alles angeschaut. Und dann habe ich gesagt, naja, sie müssen das anprobieren und dann müssen sie alles das Zeug wegnehmen, damit man es sieht. Und die haben plötzlich ihre ganzen Kopftücher heruntergeworfen. Wunderschönes Haar kam heraus. Die haben so fesch ausgeschaut, ich war so erstaunt. Und dann haben sie sich die Muscheln angelegt und die waren selig. Und es hat wirklich gut gepasst. Die waren saudi-arabische Prinzessinnen. Natürlich gibt es in Wien immer wieder Termine. Trotzdem nutzt Helmut Koller, einst Fotograf von Weltstars mit Stimme an der Wiener Staatsoper, jede freie Minute, um sich im Kunsthistorischen Museum Anregungen zu holen. Technik bevorzugen ist fast ein bisschen zu groß. Ich habe ja nie malen gelernt, ich bin ja Autodidakt. Und habe begonnen, mit Acryl zu arbeiten. Das trocknet schnell, das stinkt nicht. Also ich war immer auf Acryl. Und ich bin natürlich eine Entwicklung durchgegangen. Ich habe mit der Hommage an Chile begonnen. Dann durch ein Erlebnis bin ich zu den Indianerporträts gekommen, wo ich auch wirklich malen gelernt habe. Erst die Indianerporträts haben es möglich gemacht, das zu malen, was ich jetzt male. Und das sind eben die Tiere, die man vielleicht als neuer Pop oder New Pop bezeichnen kann. Zwei erfolgreiche, mitsammen glückliche Menschen, die sich vor 30 Jahren erstmals begegneten. Und wie es so aussieht, planen sie bereits ihre neue Zukunft in der alten Heimat.